Das Thema Humor haben wir für dieses Jahr bereits im letzten Jahr vor den Sommerferien den Künstlern bekannt gegeben. Sie stöhnten sehr und sagten, Humor in dieser Zeit, oje, oje. Wir sagten aber gerade, wir dürfen auch in schweren Zeiten nicht unseren Humor verlieren. Und siehe da, 70 Künstler haben sich Gedanken zum Humor gemacht. Es sind eigentlich mehr, denn es sind hier auch Gruppen dabei, wie die Adler, das Technische Berufskolleg, Gymnasium Leichlingen, Förderschule Seen. Und sie haben den Humor sehr facettenreich umgesetzt. Laut Duden ist Humor die Fähigkeit und Bereitschaft, auf bestimmte Dinge heiter und gelassen zu reagieren. Es wurden auch Zitate umgesetzt, zum Beispiel von Ringelnatz: Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Da kann man sogar Knöpfe mitnehmen bei uns im Sinneswald. Dann ist ein Uhu im Steinbruch. Und der Uhu ist ein Symbol für die Erleuchtung, Weisheit gar und auch den Humor. Wie wunderbar. In Anlehnung an August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Also wir denken natürlich immer, während schon die Ausstellung läuft, über das nächste Thema nach. Und da die Zeiten ja wirklich schlecht sind, kam irgendwann der Klick bei uns und da sagte einer von uns beiden, wie wäre es denn mit Humor? Das dürfen wir in diesen schweren Zeiten nicht verlieren, den Humor. Ja, und da haben wir das denn so festgelegt. Wir haben einen großen Künstlerkreis, die wir per E-Mail anschreiben. Und das machen wir bevorzugt vor den Sommerferien, damit während der Ferien die Künstler dann schon kreativ denken können. Wir denken natürlich immer, während schon die Ausstellung läuft, über das nächste Thema nach. Wir bevorzugen Künstler aus der Region. Aber es gibt auch welche, die von ein bisschen weiter her kommen, weil ihre Heimat hier in der Gegend war.
Ja, wir möchten sagen, sieh, das Gute liegt so nah, wir haben hier gute Künstler. Gespräch und nehmen den dann sozusagen auseinander und hören uns deren Ideen an, dann müssen uns die Künstler auch ihre Werke, die sie dann zu unserem Thema präsentieren möchten, fortlaufend vorführen. Und wenn wir finden, das geht in eine Richtung, die uns nicht gefällt, dann sagen wir auch Stopp oder lehnen auch schon mal ab. Ja. Zur Ausstellungseröffnung haben wir uns ein Theater vorgestellt, die humoristische Szenen uns darbieten, am liebsten in Pantomime. Und da fiel uns natürlich das Junge Theater Leverkusen ein, die ja sehr kreativ sind und sehr fantasievoll. Und es wird der Herr Bürgermeister kommen und von der Kreissparkasse der Geschäftsführer, die uns ja netterweise immer unterstützen, also das heißt die Künstler unterstützen. Wir haben den Förderverein Sinneswald, da freuen wir uns über neue Mitglieder und es ist gemeinnützig. Ganze Latte mittlerweile. Den tollsten Preis fanden wir eigentlich den Rheinland-Taler, weil das schon eine sehr hohe Anerkennung ist. Ja. Oder wir sind auch vom Bundespräsidenten zum Fest nach Berlin eingeladen worden. Das war ein wunderbares Erlebnis. Die Stadt Leichling hat uns auch geehrt. Der Kreis auch. Oh, mit den ganzen Waldflächen sind wir bei gut 6 Hektar. Wir haben als erstes haben wir einen großen Tannenwald gefällt, zusammen mit dem Förster. Dann haben wir große Bäume auch gerodet, damit wieder mehr Licht auf die Wiesen kommt. Und wir haben ganz vorsichtig Wege angelegt, damit wir schöne, viele neue Kunstplätzchen dann uns erarbeitet haben im Laufe der Zeit. Wir haben ja Schäden durch die Flut im Juli 2021 gehabt. Da hat uns der Moorbach gezeigt, wo er eigentlich sein Bett haben möchte. Und diese Schäden und diese Zeichen werden wir im Mai, Juni, Juli zusammen mit dem Wupperverband beheben und daraus wird ein neues Landschaftsbild entstehen. Und wir werden unsere Wehre abreißen. Das ist ein großer Schritt. Wir werden also keine Fischzucht mehr machen können, sondern die Fische können wieder von der Wupper den Moorbach hochwandern. Und das wird schon ein anderes Landschaftsbild ergeben. Und dann werden wir noch einen Teil, den wir bisher noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hatten, mit einem ziemlich großen Teich, ein kleiner See vielleicht sogar, den werden wir dann auch noch mit nächstes Jahr in die Ausstellung einbeziehen.
wir führen Tagebuch sozusagen, denn wir haben einen Besucherzähler, der sagt uns immer um Mitternacht, wie viele Menschen rein und rausgegangen sind. Unterm Strich, also pro Jahr sind es, in der Corona-Zeit waren es gut 60.000 und jetzt tendieren wir so, denke ich mal, zwischen 40.000 und 50.000. Und am Wochenende müsste ich mal nachgucken, aber es sind oft weit über 100. Ja, man kann sich alles auf unserer Homepage ansehen, wie die Ausstellung aussieht. Ja. Und der erstellt auch die Fotobücher, die werden auch auf die Homepage gesetzt. Die kann man natürlich hier als Bildband dann, die werden jetzt erst noch erstellt und wir gehen dann in Druck und die kann man dann hier gegen Spende erwerben. Thank you.
Wir freuen uns auf viele Besucher in diesem Jahr im Sinneswald. Genießen Sie den Humor und verinnerlichen Sie ihn in diesen schweren Zeiten.